Liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche, die ihr es noch werden wollt. Heute beschäftigen wir uns mit dem sehr wichtigen Kapitel der binomischen Formeln. Die erste binomische Formel lautet a plus b in Klammer zum Quadrat und ergibt dann ausmultipliziert a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Falls jemand Schwierigkeiten hat beim Merken dieser Formel, kann man sie auch genauso erhalten, indem man die Formel einfach ausmultipliziert. Zum Quadrat heißt ja, dass wir es zweimal hintereinander hinschreiben können mit einem Multiplikationszeichen dazwischen. Und wir fangen jetzt das Ausmultiplizieren an. A mal A ergibt A Quadrat. A mal B ergibt AB, in diesem Fall plus AB. B mal A ergibt hier auch plus AB. Und B mal B plus b Quadrat. Und wir sehen, wir erhalten a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Einfacher ist es natürlich, wenn wir diese Formel einfach auswendig lernen. Nun ein Beispiel, ein typisches. 1 plus 2a in Klammer zum Quadrat. Wir erhalten hier also a Quadrat, in diesem Fall 1 zum Quadrat. 1 ist unser a und 2a ist unser b. 1 zum Quadrat plus 2 mal a, also 1 mal b, also 2a plus b Quadrat. Nicht vergessen, das ganze b in Klammer zu schreiben. Dann erhalten wir 1 plus 2 mal 1 ist 2, mal 2 gibt 4a plus, Achtung, auch der Zweier wird quadriert, 4a². Noch ein zweites Beispiel. X plus y halbe zum Quadrat. Unser a ist hier x und unser b ist hier y halbe. Also heißt es x² plus 2 mal x mal y halbe. Plus y halbe zum Quadrat. Und das ergibt x Quadrat plus 2 und halbe können wir kürzen, deswegen nur mehr xy plus, und jetzt aufpassen, beides quadrieren, also y zum Quadrat und der Zweier zum Quadrat wird also y zum Quadrat Viertel. Bei der zweiten binomischen Formel haben wir a minus b zum Quadrat und das Ergebnis a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Wie bei der ersten erhalten wir diese Formel auch, indem wir einfach die zwei Faktoren ausmultiplizieren. Also a Quadrat a plus a mal a gibt a Quadrat, a mal minus b gibt minus ab. Minus b mal a gibt minus ba oder ab, egal. Minus b mal minus b gibt plus b Quadrat. Und wir erhalten wieder a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Die gleiche Formel. Jetzt dazu ein Beispiel. 3 minus a zum Quadrat. 3 ist unser a und in diesem Fall ist a unser b. Also heißt es hier 3 zum Quadrat minus 2 mal 3 mal a plus a zum Quadrat. Also 9 minus 6a plus a zum Quadrat. Oder ein weiteres Beispiel. N minus k halbe zum Quadrat ergibt n Quadrat minus 2 mal n mal k halbe plus k halbe zum Quadrat. Wichtig ist hier, das k halbe in Klammern zu schreiben. Und wir erhalten n Quadrat minus, wir können kürzen, nk plus k Quadrat Viertel. Also bei Brüchen können wir dann ganz oft kürzen
Und wir dürfen nie vergessen, das jeweilige a und b in Klammern zu schreiben. Die dritte binomische Formel lautet a plus b mal a minus b ergibt a Quadrat plus b Quadrat. Auch hier können wir uns weiterhelfen, indem wir ausmultiplizieren. A mal a gibt a Quadrat. A mal minus b gibt minus ab. B mal a gibt plus ab oder ba. Plus b mal minus b gibt minus b Quadrat. Und wir sehen, die mittleren, die gemischten Glieder heben sich auf und es bleiben nur mehr die Quadrate, also a Quadrat minus b Quadrat. Auch zu dieser Formel ein Beispiel. Nehmen wir s minus 2 mal s plus 2. Wir sehen also unser s, s ist unser a. Und 2 ist unser b, dann erhalten wir s Quadrat minus 2 zum Quadrat, also s Quadrat minus 4. Jetzt ein wenig ein komplizierteres Beispiel. R Drittel plus s Halbe mal r Drittel minus s Halbe. Wir sehen hier, r Drittel ist unser a und s Halbe unser b. Dann lautet die Formel r Drittel zum Quadrat minus s halbe zum Quadrat. Also auspotenzierter r Quadrat Neuntel minus s Quadrat Viertel. Das war's zum Thema einfache binomische Formeln vom Grad 2. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und eure Begeisterung für die binomischen Formeln wecken. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch bei anderen mathematischen Themen durch meine Videos helfen kann. Ciao und auf Wiedersehen, bis nächstes Mal, eure Mathe-Trainerin.